Stellen wir uns mal einen völlig leeren Kubikmeter im Weltraum vor. Keine Materie drin, kein Photon, rein gar nichts. Vergeht in diesem Kubikmeter Zeit? In Abwesenheit sämtlicher Teilchen wird die Frage schwierig, da wir den Verlauf der Zeit intuitiv immer mit Abläufen und Veränderung gleichsetzen. Was ist also Zeit? Ist sie real oder nur eine Illusion? Wenn euch die Antworten auf diese Frage interessieren, dann bleibt dran. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Zeit ist, sagen wir mal, kompliziert. Augustinus sagte in seinen Confessiones, was also ist Zeit? Wenn mich keiner fragt, weiß ich es. Wenn ich es aber irgendjemandem erklären will, dann weiß ich es nicht. Augustinus' Beobachtung beschreibt das Problem recht gut. Wir haben eine klare, intuitive Vorstellung von Zeit, von Vergangenheit, von Gegenwart und Zukunft, vom Lauf der Zeit. Sobald wir aber versuchen, das Wesen der Zeit in Worte zu fassen, verlassen uns Letztere. Wollen wir Zeit verstehen? Dann lässt uns auch die Physik ein wenig im Stich. Zwar ist Zeit in der Physik eine viel genutzte SI-Einheit und ganz präzise definiert, gleichzeitig aber betrachten Physiker Zeit ganz schlicht als das, was die Uhr anzeigt, nicht mehr und nicht weniger. Eine Uhr aber zeigt nicht Zeit per se an, sondern misst einen periodischen Ablauf, egal ob es Wassertropfen sind, der Sonnenstand, ein Pendel oder ein Quarzkristall. Stets zählt eine Uhr periodische Abläufe und zeigt uns die Summe dieser Abläufe. Das machen Uhren auch immer genauer. Modernste Formen der Zeitmessung können Zeit auf bis zu 18 Nachkommastellen bestimmen. Das ist sensationell, bringt uns aber dem Verständnis von Zeit keineswegs näher. Denn in der Physik hat Zeit keine vorgegebene Richtung. Jeder Prozess kann prinzipiell vor- und rückwärts laufen. Es gibt gar quantenmechanische Beschreibungen der Realität, die gänzlich ohne den Faktor Zeit auskommen. Schon gar nicht fragt die Physik nach dem Wesen der Zeit. Zeit wird einfach gemessen. Punkt. Noch bei Newton war Zeit universal. Für ihn war Zeit übergeordnet. Es gab eine quasi kosmische Uhr, die an jedem Punkt des Universums gleich tickte. Alles unterlag diesem Zeitfluss. Im Grunde ist aber diese Zeitvorstellung genau die, welche die meisten Menschen noch immer haben. Intuitiv scheint es eine übergeordnete Zeit zu geben, durch welche sich alles im Universum gleichzeitig bewegt. Wir wissen heute, unter anderem dank Einstein, dass dies nicht so ist. In seiner Relativitätstheorie zeigt er uns, dass Zeit relativ ist, ebenso wie Gleichzeitigkeit bis hin zur Sequenz von Ereignissen. Hätte ein Raumschiff nahe der Lichtgeschwindigkeit eine Uhr dabei und könnten wir diese Uhr sehen, dann würden wir beobachten, dass die Zeit auf dieser Uhr nahezu stillzustehen scheint. Die Uhren an Bord eines Satelliten gehen anders als unsere. Eine Person in der Nähe eines schwarzen Lochs altert langsamer als wir. Es gibt Ereignisse in unserer Zukunft, die für andere im Universum längst geschehen sind. Wenn Zeit aber derartig relativ ist, gibt es dann überhaupt irgendeinen Weg, Zeit zu verstehen? Dazu holen wir mal ein wenig aus und schauen uns zuerst einige Ergebnisse der Philosophie an. Die geht nämlich meist erheblich weiter als die Physik in ihrem Zeitverständnis. Wir erinnern uns, in der Physik ist Zeit gemeinhin das, was die Uhr misst. Und eine solche operative Definition sagt absolut gar nichts über das fundamentale Wesen der Zeit aus. Also ein winziger Ausblick in die Welt der Philosophie. In der Philosophie gab es stets zwei Denkrichtungen. Die Realisten glaubten, Zeit sei eine eigene Dimension, unabhängig von den Ereignissen, die in ihr passierten. Ereignisse mussten in dieser Vorstellung von Zeit in einer Sequenz ablaufen. Die bekannteste Form dieser universalen Zeitdimension findet sich in der Sichtweise Isaac Newtons, die wir oben schon erwähnten. Sie wird daher häufig Newtonsche Zeit genannt. Die gegensätzliche Sichtweise sieht Zeit nicht als eine existierende Dimension, in der Ereignisse passieren und durch die sich Objekte bewegen. Hier gibt es keine Zeit. Vielmehr versteht diese philosophische Schule Zeit als ein intellektuelles Konstrukt der Menschen. Wir erschaffen Zeit, um die Welt um uns herum überhaupt zu strukturieren und zu ordnen. Diese zweite Sichtweise geht dann auch konsequent davon aus, dass man nicht durch die Zeit reisen kann, schließlich gibt es keine Zeit an sich. Der prominenteste Vertreter dieser Sichtweise ist sicherlich Immanuel Kant, ein bedeutender Philosoph der deutschen Aufklärung. Ihm zufolge, so schrieb er in seiner Kritik der reinen Vernunft, sind weder Raum noch Zeit Substanzen, sondern vielmehr Elemente eines systematischen Denkrasters, welche die Denkweise eines rationalen Wesens strukturieren muss. Martin Heidegger erklärte wie Kant, dass wir nicht in der Zeit existieren, für Heidegger sind wir Zeit. Um das genauer zu erklären, für Heidegger existiert nur eine Gegenwart, das Jetzt. Die Vergangenheit existiert ausschließlich in der Vorstellung
der Menschen als etwas, das gewesen ist. Ebenso wie die Zukunft wiederum nur durch die Menschen existiert, und zwar als das, was einst sein kann. Jenseits dieser menschlichen Vorstellung, so Heidegger, existiert keine Zeit, womit Zeit existenziell an den Menschen gebunden ist. Die Menschen selbst sind die Zeit. Die Vorstellung von Zeit als irreal kam übrigens nicht erst mit der Aufklärung auf. Im Gegenteil, bereits im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit sagte der griechische Philosoph Antiphon, Zeit ist keine Realität, sondern lediglich ein Konzept oder eine Messung. All diese Vorstellungen gipfeln schließlich in der modernen philosophischen Idee des Präsentismus. Nach dieser existieren weder Vergangenheit noch Zukunft. Alles, was es gibt, gab und geben wird, ist das Jetzt, die Gegenwart. Das ist schwer zu akzeptieren, klar. Viele von euch werden jetzt argumentieren, dass wir doch gute Erinnerungen an die Geburt unseres Kindes haben, die letzte Party, dass wir doch klare Spuren einer Vergangenheit finden können, alte Münzen, Fossilien von Dinosauriern. Aber wir müssen ja ebenso zugeben, dass all diese Dinge gegenwärtig sind. Die Erinnerung an die Party ist eben eine, die nur jetzt existiert. Ebenso gibt es schlicht keine Dinosaurier, lediglich versteinerte Fossilien, die uns zeigen, dass sich etwas verändert hat. Fossilien, die jetzt existieren. Das gleiche gilt für die Zukunft. Wenn wir uns unser nächstes Wochenende schon in den schillerndsten Farben ausmalen können und ganz genau wissen, dass unsere kleine Tochter in 2 Jahren eingeschult wird, dann sind das eben wieder nur gegenwärtige Projektionen. Im Präsentismus gibt es schlicht nur das Jetzt, welches sich ständig verändert und Spuren dieser Veränderung zurücklässt, die wir, ganz im Sinne von Kant, mit einer greifbaren Vergangenheit erklären. Ebenso begreifen wir die möglichen Veränderungen der Gegenwart als Zukunft, ohne dass diese auch nur existiert. Wenn man kurz über das Konzept nachdenkt, dann wirkt das gar nicht mehr so absurd wie noch vor wenigen Sätzen. Puh, das war Philosophie von buchstäblich Tausenden von Jahren komprimiert in wenigen Sätzen. Es bleibt aber festzuhalten, dass wir nicht so recht weitergekommen sind. Wir wissen, dass Newtons Vorstellung von Zeit als etwas Universales nicht haltbar ist. Wir wissen auch, dass es die philosophische Vorstellung des Präsentismus gibt, aber passt die zu Einstein? So gar nicht, denn dort ist die vierdimensionale Raumzeit zentrales Element. Was meinte also Einstein, als er kurz vor seinem Tode sagte, dass die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen, Illusion habe? Die Vorstellung von Zeit, die die Relativitätstheorie mit sich bringt, soll daher unser nächster Schritt sein. Den machen wir dann gemeinsam in einigen Wochen, auch wenn die Präsentisten unter euch natürlich feststellen werden, dass es diesen Zeitpunkt gar nicht gibt. Warten müssen wir aber in jedem Fall. Für heute sagen wir euch danke fürs Zuschauen. Ganz besonders natürlich unseren Unterstützern auf Patreon und besonders unseren galaktischen Overlords Markus Tröster, Alvarez Sebastian Marx und Mewa. Und in diesem Sinne, 42.